Ja, Borussen Bernie. Ja, hör mal. Eigentlich wollte ich später starten in die Pöller-Saison, um mich bei 15 Grad Dauerregen schön in der Pfütze vorm Haus zu regenerieren. Aber Katze Knicke, hör mal. 3 Spiele, 4 Verletzungen, davon 3 Muskelverletzungen. Aber da kriege ich jetzt schon wieder eine Belastungssteuerung am Pullermann, aber ohne Pille. Was macht ihr da mit eurem Balch? Hör mal, ihr habt da im Disneyland, wo ihr gerade bolzt, 6 Physiotherapeuten, 4 Ärzte, 2 Operationssäle, 3 Voodoo-Stecher und 3 Narkose-Krankenschwestern habt ihr mit. Und ihr lauft jetzt schon wieder auf der Felge? Genau wie letztes Jahr? Unfassbar! Aber wir hatten früher, ja, in der Kreisliga, auf Asche, hatten wir 1 abgelaufenes Kühlspray und 2 Kümmerlinge hatten wir im Koffer und sind trotzdem rund gelaufen. Die einzige Verhärtung, die ich in meiner Kreisliga-Karriere bis 37 hatte, war 1986 auf der Mannschaftsfahrt in Cala Miglior bei Uschi. Kante Kobel, boah, hör mal, du bist ein Schnapper. Du springst mal nach links, du springst mal nach rechts und holst ab und zu mal die Pocke aus dem Netz. Jetzt zwickt zum 3. Mal bei dir im Kreislauf. Hör mal, hau dir mal hier so eine Tabasco-Pforte. Hau dir mal in den Smoothie rein. Das geht mal richtig PS im Torwart-Handschuh. Neuzugänge. Pornobalken, Sabitzer, Benze Babini und Günter Netscher. Ist okay. Was soll das Gemoser hier von eigenen Brusten hier? Wir bewerten Bolzer immer erst, wenn sie gehen oder wenn sie aufhören. Und nicht vorher, wenn sie kommen. Apropos aufhören. Schulz. Ja, verkauft. Ja, der handelt jetzt mit Flugzeugträger bei eBay von unserer Knatters. Unfassbar, er hat eine Stolperstulle. Arabischer Falkenmarkt. Ja, hör mal, wir sind sowas vor dem Arsch in der Kimme, ja. Jeder Pöhler, der noch einigermaßen gesunde Schienbeinschoner im Keller hat, der geht jetzt für ein paar Goldbarren nach Arabien. Und immer wenn wir tanken, ja, mit unseren Boliden, da kommt ein neuer. Und glaubt es mir, Ronaldo, Benzema, Firmino, Henderson, die ganzen Trikotküsser, ja, die kicken da nicht, weil sie Bock haben, bei 52 Grad mit dem Falken am Kopf, ja, da die Champions League zu gewinnen, nee. Die wollen ihre Knatter so nur wiegen, statt zählen. Und alles, was so ein korrupten Spielerberater, ja, irgendwo hat, der geht im Orient. Und der Rest geht nach England zu den Linksfahrern. Selbst die kriegen ihre Knatters nicht mehr los. Und der Rest von allen Resterampen, der geht nach Deutschland, Italien oder Frankreich. Hör mal, wenn du heutzutage Mbappé 50 Millionen Gehalt anbietest, ja, dann macht er eine Woche Homeoffice. Und steht nach 7 Tagen wieder bei dir auf der Matte und vom Bankomator. Ja, hör mal, für mich, ehrlich, für mich sind die alle volle Pulle vom Heck, vom Öltanker gelaufen. Bitte, Borussia, ja, macht so einen Grottenholm-Geschacher niemals mit. Da werde ich lieber 2. oder 3. in der Bundesliga mit richtigen Fans, mit Bier in der Glatze, ausverkauften Stadien in der 1. und 2. Liga, bevor ich mir hier so Schlips-Event-Fans in England oder in der Falkenliga in Dubai angucke. Ist so. Was war noch? Ah ja, Reus Reus. Eine Friese wie Scooter, aber Beine wie Usain Bolt. Gudrup. Apache-Krieger, yes, wie Can. Neuer Kapitän. Nur ein Mikrofon. Da fehlen ein paar Buchstaben in der Suppe. Bin mal gespannt. Suhlstoff-Süle, jawohl. Mayo weg von den Pommes. Plauze weg. Gudrup die Wumme. Hör mal, Hansi, kannst du wieder nehmen? Ja, so, jetzt müssen wir nur noch Hazard und Moutinho am Black Friday müssen wir irgendwie loswerden. Dann noch einen guten Außenverteidiger holen und dann geht ab die Post im BVB-Trikot. Freue mich am Sonntag wie Bolle. Ausverkauft, Saisoneröffnung, Freundschaftsspiel gegen Ajax. Wir sind und bleiben der geilste Verein der Welt. Hör mal, man hat uns am letzten Spieltag, ja, man hat uns alle Organe rausgekloppt, ja. Ich habe heute noch Schleudertrauma, aber egal, jetzt kommt ein Pflaster drauf, ja. Die Wunden pusten, denn am Ende des Tages, da gibt's sowieso nur eins. Bis Valhalla, nur der BVB, aber nur der BVB.